it ain't love, why does it feel so good? Why does it feel so good? If it ain't love, why does it feel so good? Why does it feel so good? Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen. Nala, geh aus dem Bild. Geh aus dem Bild. Okay, Nala ist auch mit dabei. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Und zwar machen wir heute... Darf Nala auch mit ins Video? Jetzt bleibt okay. Nala, du darfst auch eine Zutat aussuchen, okay? Für deinen Vater. Okay, also nochmal hallo heute... und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute die Bestrafung von unserem letzten Video. Und zwar habe ich ja gegen die Ikai verloren, die Zitronen zu essen. Genau. Mir ist das also Kotzen für gekommen. Alle, die es nochmal anschauen wollen, ich verlinke es in den Infokarten. Hakan hat große Sprüche geklopft und verloren. Wie soll es auch anders kommen mit diesen Zitronen? Ich habe gewusst, dass du Saures magst und dass ich das überhaupt nicht leiden kann. Und wir haben ja gesagt, ihr sollt in die Kommentare schreiben, was für Zutaten in diesem Smoothie drin sein sollen. Und deswegen haben wir uns jetzt Spielkarten besorgt. Ich werde jetzt einfach Zahlen ziehen und die IK wird in den Kommentaren raussuchen, was für Zutaten genau, in diesem Smoothie drin sein werden. Genau, wir scrollen dann einfach so weit immer runter, die Zahl, wo Hakan sieht. Und das notieren wir uns. Und dann mixe ich live vor der Kamera, live hautnah meinen Smoothie, meine Fitness-Smoothie. Ich glaube, ich muss kotzen von dem Bild. Genau, diese Zutat kommt dann in deinen Smoothie und Hakan. Ja, jetzt trinken. Kommt, das gefällt dir, gell? Ja. Sei froh, dass du den nicht trinken musst. Mir kommt eh das Kotzen auf einmal. Mir kommt schon wieder das Kotzen, wenn ich dran bin. Nach den Kommentaren. Warte mal, ich muss doch ziehen. Ja, ich wollte nur mal so drüber schauen. Spinat, Sellerie, Sojabohnen, Spinat. Nein, geht gar nicht. Zitrone, Fleischsalat, Ketchup. Aber das Blöd ist, die haben ja mehrere Zutaten gemischt. Wir brauchen ja nur eine. Weißt du, immer wieder eine. Die haben mir alles gleich reingeschrieben. Macht ihr nichts. Hier sind Chili, Thunfisch. Okay, also wie gesagt, hier sind die Karten von 1 bis 13. Und du darfst jetzt mal gepaart. So, der Hakan darf jetzt eine Karte ziehen. Eins. Ja, okay, eins. So Leute, und wir machen es dann einfach so, wir nehmen das erste Kommentar, wo eine Zutat steht, okay? Genau. Wenn ich eine Eins gezählt habe, nimmst du das erste Kommentar, wo eine Zutat steht, dann mach das doch bitte. Jetzt komm, da, Senf. Okay. Wenn Senf drin ist, dann wie viele Zutaten überhaupt? 6. 5 lang. So Leute, jetzt kommt die nächste Zutat. 9. Jetzt suchen wir nach dem 9. Kommentar, 2. wo nur eine Zutat steht. Also 1. Nein, da war. Da warst du schon. 1, 2, 6. Weiter. 7. Das ist 7 schon mal, Zitrone. Ja, okay, 7, 8. Das nächste, komm. 7, Kontaktlinsenlösung, ja genau. Schau mal, was hier steht, Kontaktlinsenlösung. Ketchup. Ja, das ist gar nicht so schlimm, das geht noch. Das kann man saufen. Was nehmen wir als Grundmittel? Mach mal da hinten auf, jetzt komm. 1. Zwiebel. Ja. Hier die Zwiebel. Wieso hat die Kontaktlinsenlösung geschrieben? Will die, dass ich sterbe oder was? Was stand da noch? Und Kochsalz. Kochsalzlösung, Alter. So einen gleichflüssigen Sauer, Stickstoff trinken oder was? Da kann man aber auch. Das ist 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, König, 11, 12. Das ist eine 12. Das heißt 12 nehmen. Also, wir haken hat gerade eine Dame gezogen. Das nimmt seit 12, komm. Okay. 1, 2, 3. Weiter. 4, weiter. 5. 5. Boah, Sardinen. Katzenhaare, Fußnägel, rohe Eier und Lachs. Ja, übertreib, echt. Mein Gott, sind die Kinder heutzutage aber erfinderisch. Fußnägel. Bei wie war's jetzt? 6. Nein, nochmal.
Aschken. Nee. Nie denn Sayo ist doch... Ja, weil ich nicht mehr wusste, wo wir waren. 1, 2, 3, weiter. Weiter. 4, weiter. 5, weiter. 5. Weiter. Das ist 8. Und Ingwer? Es ist 8, komm. Weiter, 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 weiter. Ja, okay, zählt nicht. Weiter. Wer Milch, Milch, ja, Milch. Wer will Milch? 8 waren wir, weiter. 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 Ist 9. Scharfe Soße. Ist 10. 10. 11. Ja, wir sind bei 11. Essiggurken. Nein, haben wir nicht 12 gesagt? Ja, dann ein 12. Oh, es war eh eklig. Haha, Glück gehabt. Karotten, Zitrone, Müsli, Gurken, Artischocken. Was ist nicht da? Nee, Artischocken haben wir nicht. Aubergine haben wir, aber komm, ja. Wir nehmen das nächste. Weil Artischocken haben wir nicht. 10. Oh, wieso immer so hohe Zahlen? 1. Also, Socken. Eins, ja, geht. So Leute, also wir sind jetzt auf ein Endergebnis gekommen. Das Endergebnis lautet, ich lese euch jetzt vor, der Smoothie wird absolut scheiße schmecken und dir kommt jetzt schon das Kotzen, wenn du dran denkst. Guter Smoothie, also, oder? Also wir haben unsere 6 Zutaten ausgewählt. Lies nochmal die Zutaten vor. Also, der Smoothie wird absolut scheiße schmecken. Also, Senf, Ketchup, Zwiebel, Aubergine, Chili und Fisch. Diese 6 Zutaten kommen jetzt in Hacken. Den mache ich mir aber selber. Ja. So Leute, also wir haben uns jetzt unsere Zutaten zusammengewürfelt. Wir Der Hakan als, hat sich seine Zutaten. Wir nehmen als Grundbaumittel, Grundstoff ist Wasser. Lass genau. Mal probieren. Also er hätte die Wahl zwischen Milch und Wasser und er wollte Herrlicher Wasser. Smoothie. Herrlich, herrlich. Smoothie gut heute. Also ich fange an, okay? Also wir haben gesagt Ketchup. Genug, oder? Mhm. Mehr. Das wir haben gesagt Chili. Boah, da brennt der Punkt. Komm, da muss jetzt ein ordentliches Stück rein. Das Gift, du bist so ein schadenfroher Mensch. Das Land. Mehr? Nee, das Land. Reicht es? Senf? Oh, yeah. Oh. 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 Glaubst du, dass ich eine ganze Zwiebel da reinschmeiß? Ja, klar. Bist du wahnsinnig? Ja? Nee, nicht. Nicht. Ganz ehrlich, nicht. Okay, jetzt. Thunfisch? Mit Soße. Boah, okay, das ist lang. Ih, beim Zuschauen muss ich schon kotzen. Die ganze Aubergine? Ja. Alter, bist du wahnsinnig. Hoffentlich kann die püriert werden. Die kann nicht püriert werden. Wir versuchen es einfach. Und die ganze Zwiebel, hör auf. Hör auf. Ja, na gut, wir müssen sie eh halbieren, sonst wird es nichts. Boah, das ist aber schon viel. Nur ein Glas, okay? Ja. Oh, das riecht schon so komisch. Schau, ich kann das trinken, aber ich muss das auf einmal trinken. Ich will. Halt! Das stinkt nach Fisch. Ich will. Die Kartoffel. Möchtest du mal von meinem Smoothie? Ich schwöre, Leute, ich kotze vom Geruch. Wieso bist du denn so abfällig, Mann? Mein Magen ist so empfindlich bei sowas. Ja, schau mal, ich kann das schon trinken. Muss ich das trinken? Ja. Was ist, wenn ich das eigentlich nicht trinken kann? Dann gibt's Schläge. Gib Wasser, gib Wasser, Wasser! Gib Wasser! Der Lachgeschmack. Oh. Ich hab das die ganze Geschmack im Mund. Also wenn ich das... Gib mal irgendwas. Irgendwas, was mein Mund so den Geschmack verändert. Irgendwas. Zwiebel? Was? Ich muss den Apfel beißen.
Was? Kennt ihr diesen Geruch vom Hals, der die ganze Zeit hochkommt? Dieser Fischgeruch. So Leute, also ich habe meine Aufgabe bzw. meine Bestrafung überwältigt. Boah. Ich bin der gekonnte Smoothie-Trinker. Hey, wenn ich das weißt du warum? Hätte, ich hätte gekotzt. Ich trinke das einfach ohne ein einziges Mal zu atmen. Aber weißt du, was du machst? Du machst so. Und dann riechst du es, weil wenn ich das einmal einen Schluck nehme und absetze, dann trinke ich das auch nicht mehr. Ich trinke vom Geruch. Ich habe schon fast vom Geruch gekotzt. Ich schwöre, mir kam das Würgen. Du bist jetzt stolz auf deinen Gulja. Ja, aber ich küsse dich die nächsten 10 Jahre nicht mehr. Naja, Leute. Bei der nächsten Challenge werde ich auf jeden Fall auch eine Smoothie-Bestrafung machen, die gefällt mir. Und dann wird die Ika irgendwann früher oder später wird sie verlieren und dann bist du dran mit Smoothie. Und du trinkst den Smoothie. Und wenn die Kamera die nächsten 12 Stunden hier mitläuft, du trinkst den Smoothie. Ich will gar nicht dran denken. Naja, trotzdem vielen Dank für eure zahlreichen und erfinderischen. Aber ich habe meine Aufgabe überwältigt und ich hoffe, ich kriege natürlich von euch allen da draußen Daumen dafür. Lass Tarkan auf jeden Fall einen Daumen dafür, dass er den Smoothie wirklich ausgetrunken hat. Also jetzt ist mal mit Challenge wieder genug. Als nächstes folgt wieder ein Vlog. Naja, meine Lieben, wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal wieder. Also zahlreich einschalten und... Ihr könnt uns jederzeit hier unten kostenlos abonnieren, würdet uns damit eine sehr große Freude bereiten. Genau. In diesem Sinne, heute ist ein Tag der Freude. Macht es gut, Freunde. Ciao.